So, hallo und willkommen zu Folge 2 von Contrast. 19 Uhr ist es übrigens. Ich muss wahrscheinlich gleich die Folge nochmal kurz unterbrechen, weil im Hintergrund gerade Folge 1 rendert, die ich gestern hochgeladen habe natürlich. Weil sonst schaffe ich das mit dem, ja, mit dem Aufnehmen halt nicht. Ah, schau mal, da ist wieder was. Was haben wir da? John Fenris, National Bank. Nicht gedenkt. Nicht gedeckt. 250 Dollar. Das ist eine ganze Menge. Warte, da kann man mal so. Wer sind wir? Ich vermute immer noch, wir sind die Schwester, aber ich weiß es nicht. Ich schätze mal da lang. Huch. Errungenschaft freigeschaltet. Zimmer 529. Geile Scheiße. Oh, schau mal da. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said Daddy left us. But caution. That's not true, is it? She kicked him out. Ah, hier sind wir wieder. Gut, gut. It won't open. But you could break it open. You're pretty strong. Naja. Hübsch sehen wir aus, aber stark. Come on, it's this way. Wow. Ist ja geil. Ach, noch Licht. Nein! That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. Zauberer. Geile Scheiße. Zauberer, Alter. Boah. Schau mal da. Zack. Where are you going? Daddy went in there. Ja. Ich komme dann schon. Huch. Wo sind wir dann hier gelandet? Was ist denn hier los? What the f... Okay. Excelsior. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, als ob wir hier noch hinkommen. Da ist noch eine Leuchtkugel, was da. So. Ja. Nein. Ah, doch gut. So. Da ist nichts mehr, sonst würden diese Perlen hier aufleuchten. Nein. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück und dann gucke ich mal, wie wir an das andere Dingens kommen. Wie kommt man da hoch? Was war das? Ah, Handy. Moment, da war nämlich nochmal so ein Caution-Schild. Errungenschaft freigeschaltet. Mein Gott, es ist voller Sterne. Schön. Okay, da kommen wir anscheinend wohl nicht hin. Huch. Ah, hier sind wir wieder. Ich hoffe, da hoch kommen wir noch irgendwie. Dann gehen wir mal rein. What the fuck? Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you.
And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash. Don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Für mich hört sich das so an, Manager. Für mich hört sich das so an, als ob dieser Zauberer, ne? Der Bösewicht in diesem Spiel ist. Film ab. Verstehe den Sinn davon nicht. Gut. Ah, jetzt verstehe ich den Sinn. Okay. So, na. So, probieren wir es jetzt nochmal. Ja. Oh, Billard. Ich will Billard spielen. Ich mache euch alle fertig. Findet die Filmrollen in der Jazzbar. What the fuck? Ah, schau an. Ich glaube, ich muss mal... Ich muss den anderen Ausgang nehmen. Den da drüben. Ja, ich muss da drüben hin. Na, nimm. Ah, hier kann man... Ah. Das WASD habe ich nicht gesehen. Mist. What the fuck? Irgendwie weiß das Spielen. Nerv. Nein. So wie es aussieht, um die Ecken... Kann man irgendwie nicht springen. Ach, warte mal, da oben ist ja auch ein Schatten. Verdammt. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Hm. Okay, so kommen wir auf keinen Fall da hoch.
Aber wir könnten, wenn ich das Ding jetzt komplett rechts stelle, vielleicht auf das Ding und dann da hoch. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ah, ich will diese Leuchtkugel. Schieben wir es mal ganz nach rechts, was haben wir dann? Nerv. Viel bringt das nichts. Können wir nicht hier die Sachen irgendwie verschieben? Nee. Wie zum Teufel soll ich da hoch? Okay. Dieser Stein da oben, das wäre. Na. Ah! Das geht nicht. Probier's nochmal von der anderen Seite, weil da komme ich wenigstens hoch. Probieren wir es nochmal. Halt, ja, jetzt. Ah. Jetzt weiß ich. Seht ihr da oben den Schatten? Der dürfte eigentlich auf der anderen Seite auch zu sehen sein. Also ich hoffe mal. Ja. Und so kommen wir auch ins Managerzimmer. Meine Fresse. So, zwei Sachen. Oh, noch eine Leuchtkugel. 6 von 10. Was haben wir hier? Oh, wieder eine Zeitung. Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Tja, schau einer an. Le Pont. Ich muss zugeben, ich liebe Zauberei übrigens. So Straßentricks und so finde ich echt geil. Und in die Schattenwelt. Oh, war nicht. So, und jetzt bring die Filmrolle zurück ins Kino. Kino. Cinema. Oh, no, there's no way to get across. I know.
know, if we could get the spotlight working, then I could track you with it. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Dafür brauchen wir also diese Leuchtkugeln. Gleich drei. Wow. What? Hey. Wo bin ich denn jetzt? Oh, schon wieder hier. So, Versuch Nummer 2. Aber den Versuch machen wir in Folge 3. Mir gefällt das Spiel so abgefuckt geil bis jetzt. Unbedingt nachkaufen. Unbedingt. Gut, wir sehen uns am Morgen wieder, gell? Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken, je nachdem. Der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?